So, ein kleiner Line-of-Sight-Test. Voller Akku, allerdings ein 175 mAh Akku. Empfohlen sind eigentlich eher die 205er, waren aber nicht lieferbar. Also das hier ist die komplette Medium-Ausstattung, die günstigste, die geht mit der günstigen Kamera, die aber richtig guten Eindruck hinterlässt. Okay, voller Akku, alles besser. Yay. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Schönes Ding. Weiter geht's. Ja. Toll. Jetzt habe ich alles Line of Sight leer geflogen, was ich hier an Akkus habe. Und somit habe ich erstmal ungefähr eine Stunde Laden vor mir, bevor ich dann ein bisschen FPV fliegen kann. Ich lade die mit einem C, ist sicherlich schonender. Das heißt, bei 4x175 sind das 700 mA, glaube ich, hatte ich eingestellt. Gucken wir mal. Ja, 700 mA. Also mit einem C am Chargen, am Aufladen. Tiny Whoop. Anleitung in Deutsch von Team Rotor Beast. In dem Fall fehlt das Team. Es ist nur ein kleiner Tiny Whoop da und einer vom Team. Ja, viel Spaß dabei. Demnächst dran denken. DVR, Flugvideo und Installation.